So, denn wir bekommen jetzt Besuch. Schießt, sobald ihr die Kommunisten seht. Ermessen, wenn ihr den Feind gefunden habt, nicht den Kommunisten. Irgendwas. Boah. Was ist das? Shit. Also, jemand. Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Ey. Blöde Scheiße. So. Nummer 1. Wir nehmen mal die Pistole. Kann sein, dass er erwähnt ist. Verdammt. Kann sein, dass ich weg bin. Kann aber auch sein, dass ich nicht weg bin. Denn ich bin überall. So, schnell nachladen. Und da hoch. Und jetzt krallen wir uns den noch. Bam. Hebt da auch die ganzen Messer wieder auf, die ich jetzt hier durch die Gegend gepfeffert habe. Ich gehe mal davon aus, ne? So, was erwartet uns hier? Was erwartet uns hinter der Türe? Was? Ich ergebe mich, hörst du? Ja, was machen wir jetzt mit dir? Ich gebe auf! Sollen die Obermotze es doch auskämpfen, mir reicht's! Okay, schalten wir dich aus. Was? So, Junge. Mal den Streik mal platt gemacht. Da. Hast du hier was liegen? Dokument, okay. Schenken wir uns. Gucken wir uns gleich an. Da ist nichts drin. Wo war das jetzt nochmal? Wo müssen wir nochmal lang? Ah, genau. Okay, rein da. Und wir kriechen den Gang entlang. Und Spinnen begegnen uns. Und die Spinnen. Dicke, fette Spinnen. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Oh ja, ob du da nicht einen Fehler machst, wir wissen es noch nicht. Aber gleich. Gucken wir doch mal weiter. Ich glaube, wir treffen Pavel. Pavel! Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Warte, ich schneid dich hier raus. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Okay, wir müssen Pavel retten. Dann gehen wir doch einfach mal gucken. Wir kriechen langsam den Gang entlang. Wir ja nicht erwischen lassen. Ja, gehen wir einfach mal hier runter. Okay, dann werden wir hier mal das Licht auslöschen. So. Wie sieht das aus? Ah, 6 Schuss, das ist nicht wirklich viel. Achtung, die Kommunisten kommen! So, haben wir den ersten schon mal ausgeschaltet? Knallen die jetzt einfach mal weg. Bam, direkt 2 Stück weggeknallt. Einen von uns hat's erwischt. Du denkst auch, du kannst mich verarschen, ne? Die Verluste häufen sich. Wir lassen wir sie bezahlen. Ja, der nächste bitte.
Direkt mal Munition einkassiert. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Also ganz ehrlich, ich kann mich beim ersten Mal nicht dran erinnern, dass ich so wenig Munition hatte. Oder liegt das daran, weil ich jetzt auf normal spiele? Ich bin mir nicht sicher. Achtung, die Kommunisten kommen! So, wir lassen sie kommen. Gucken, dass wir die mal ein bisschen flankieren können. Und dann werden wir die mal ein bisschen... Werden wir dem mal ein bisschen den Arsch aufreißen, wa? War natürlich total clever von mir. Hab ich dem Kollegen jetzt den Arsch weggeschossen, wa? So. Das dürft's gewesen sein. Und, Waffe ist schon wieder leer. Ey, ich werd bekloppt. Wir müssen unbedingt Munition bekommen. So. Da ist der nächste. Ich hatte doch... Hatte ich oben noch einen weggeknallt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Also ich bin schon am richtigen Weg. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir doch auch mal hier lang. Wo werden wir wohl hinkommen? Eine Hauptsache ist, wir kommen hier raus. So, da ist ein Ausgang. Wurfmesser? Wurfmesser? Ja, hab ich doch. Passt doch. Ich glaube, hier kommen jetzt noch ein paar Leute, ne? Achtung! Der Alarm geht noch immer. Die Einzelnen sind auf freiem Fuß. Bleiben Sie da. Okay. Unglaublich. Aber okay. Ich habe Granaten. Und die werden wir dem jetzt mal in die Ohren feuern. So. Haben wir jetzt hier mal ein bisschen aufgeräumt. Was ist das? Ah, hier hätten wir Licht ausmachen können. Ja, okay. Fällt mir jetzt natürlich sehr spät ein. Aber das ist ja nicht schlimm. Denn wir haben die ja auch so weggeknallt, ne? Und wo die hier überall rumliegen, ist ja lustig. Lass mal gucken, wir nehmen jetzt wieder die Messer. Ey, was hier für Mutantenratten rumlaufen. Unglaublich. Aber ich bin gerade am falschen Weg. Haha. Hier in dem Schrank ist leider gar nichts. Kriegen wir die Tür auf? Ne, die ist leider verschlossen. Okay. Gut, dann müssen wir da hinten hin. Wir können ja hier durchkrabbeln. Denn wir müssen ja jetzt... ganz woanders hin. So. Ich werde das einfach mal auf Krawall machen. Ich werde den jetzt einfach mal eine Granate um die Ohren werfen. Oh, hat doch ganz gut geklappt. Würde ich mal behaupten. Okay. So, dann werfen wir doch einfach mal noch einen. Hat doch wunderbar geklappt, also was will man mehr? Jetzt muss ich natürlich gucken.
dass ich Glück habe. Oh! Entdeckung, Entdeckung, geh in Deckung, Junge. So. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Waffe nachher aufbessern. Weil das, was ich hier gerade habe, das ist im Moment ja nichts. Scheiße, ich habe keine Granaten mehr. Was? Was haben wir denn mit dir? Hier nicht laufen. Nein! Ey, mir geht die Munition aus. Aber da, wenn ich mit dir fertig bin, dann wird das noch schlimmer. Und da ist er doch noch gestorben. Super. So, da haben wir einen. Da haben wir einen. So, gib mir mal die Munition. Ich gehe mal davon aus, was hat der denn da für eine Waffe gehabt? Komm, wir nehmen mal die jetzt mit. Ah, scheiße, das ist die gleiche. Komm, nimm mal. Im Moment ist halt nichts an der Waffe. Okay, gut. So, 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 so. So? Da kommen jetzt, glaube ich, noch zwei dicke Brummer. Ich bin aber dafür, ich brauche Munition. Da oben ist er. Da ist er. Okay, wir laden nach. Wir lassen ihn kommen, wir lassen ihn kommen. Da haben wir jetzt aber wirklich Glück gehabt. Wir nehmen mal die Drecksackwaffe. Und dann gehen wir mal da hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob der noch lebt. Ja. Okay, er wollte sich ergeben. Aber ich mache keine Gefangenen. So, was hast du denn da? Da liegt nichts für uns. Wo müssen wir lang? Da hinten müssen wir hin. Was hat der für eine Waffe? Nee, die nehmen wir nicht mit. So. Mit Schleichen war nix. Ich meine, am Anfang geht das auch noch nicht so gut. Wir werden nachher uns erstmal schön die Waffen holen. Und dann bin ich erstmal hier wieder falsch. Oha. Ja, ein bisschen Kohle. Wirklich viel ist ja jetzt nicht für uns. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Hier können wir wieder Licht ausmachen. Ich glaube, wie war das denn jetzt nochmal? Muss ich hier rein? Nee, ne? Ich bin, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir nehmen mal lieber eine andere Waffe. Nee, ich meine, ich bin... Ja, ja, ich bin falsch, ich bin falsch. Boah, ey, wie war das denn nochmal? Ich weiß, ich hätte jetzt hier unten lang schleichen können. Und dann wäre ich halt hier hinten bei dem wieder rausgekommen und dann hätte ich die Hinterrücks in den Rücken... Hätte ich den in den Rücken fallen können. Ah, nein, 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 müssen wir da hoch? Weißt du was? Ist das ein Driss? Ist das ein Driss?